ho und herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ihr seht neben mir schon den wunderschönen Herrn eingeblendet und hinter uns den wunderschön gezeichneten Phantom. Und es gibt endlich wieder einen Verlag, der das Phantom veröffentlicht und obendrauf auch noch in Comicform. Und ich habe mich so gefreut, als ich das beim guten Robert Vorhell, der an der Stelle gegrüßt ist, auf Instagram in der Story gesehen hat. Und ich bin direkt auf Google gerannt und habe geguckt, was hat es damit auf sich, Zauberstein-Comics. Ich habe es noch nie gehört und deswegen sitzt heute neben mir der gute Herr, der sich jetzt kurz vorstellen wird. Ja, hallo, ich bin der Simeon Chrysomalis von Zauberstern Comics und früher wurde ich auch der Unaussprechliche genannt. Da war ich Infinity Verlag. Ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über die Einladung und ich denke, es wird recht interessant werden. Und da hast du schon direkt angesprochen, was ich dann so unglaublich lustig fand, weil wir hatten dann schon so ein, zwei Mails hin und her geschickt und dann hast du mir auf einmal aus heiterem Himmel geschrieben, ey, ich habe da gerade eins deiner Videos geguckt und ich hatte gerade so einen Backflash, weil ich habe da Fotos von mir gesehen und dabei hat sich herausgestellt, dass du beim Infinity Verlag gearbeitet hast. Von wann bis wann erstmal? Ja, von 1998 bis 2000, also 2001 bin ich dann gegangen. Oh, dann hast du das sinkende Schiff rechtzeitig verlassen, oder, wenn man das so sagen kann? Naja, schweren Herzens, muss ich sagen, weil ja, ich wirklich geliebt habe und wir waren auch eine kleine Familie, kann man sagen, mit dem Chef, Geschäftsführer Marius Kessler, Thomas Frese, der für die Produktion zuständig war, der Jakob Bosch, der für Grafik-Layout zuständig war und dann noch der Igor Bacic für die Redaktion, Übersetzung teilweise und ich war für den Vertrieb und Marketing zuständig. Und das war ein eingeschweißtes Team, besonders Igor und ich waren ganz große Comic-Fans. Also wir sind auch, ich bin durch eine Anzeige beim Spornmagazin, da wurde, ich weiß nicht welche Nummer das war, wurde ein Marketing- und Vertriebsassistent gesucht und da habe ich mich daraufhin beworben und ja, bin dann ins Team gekommen. Da ist direkt die erste Frage. Ich weiß nicht, ob du es noch beantworten kannst oder wie auch immer, weil ich habe in einem alten Splitter-Heft gelesen. Das war die Zeit, wo Splitter und Infinity gerade am Konkurrieren waren um die Lizenz von Spawn. Und eine der Auflagen von Image Comics von Todd McFarlane war wohl gewesen, dass Spawn mindestens eine Auflage von 100.000 im deutschsprachigen Raum haben muss, sonst kann man die Lizenz vergessen. War das so zu der Zeit, wo du beim Infinity gearbeitet hast? War es wirklich eine Aufgabe? Also ich habe das nicht mitbekommen mit 100.000 und ich bezweifle, dass es 100.000 war. Aber was ich sagen kann, dass es am Anfang bestimmt 60.000, 70.000 waren. Also das, und also man hat am Anfang, du musst dir mal vorstellen, man hat da locker 40.000, 45.000 Exemplare am Kiosk verkauft, Monat für Monat. Und dann noch mal ungefähr 10.000 bis 15.000 Prestige-Ausgaben. Sogar als man bei den Folgen um die 40, 50 war, hat man noch locker 25.000 am Kiosk verkauft und nochmal so 8.000 bis 10.000 diese Prestige-Ausgaben im Comic verhandelt. Also wir reden hier von ganz anderen Zahlen, das kann man sich heute nicht mal vorstellen, ja. Aber es war auch damals krass, an jedem Kiosk hast du halt alle Comics gefunden. So, Comicladen hat halt nur den Vorteil gehabt, dass die Backstocking hatten. Ansonsten hast du auch alles am Kiosk bekommen hier in Köln. Naja, das war die Zeit so Mitte der 90er bis Ende der 90er. Das war so nochmal so ein Comic-Revival nach den 70ern, sage ich mal, ja. Also so ein richtiger Aufbruch, auch für uns Fans. Ich war damals Mitte 20. Davor habe ich das mehr oder weniger auf Englisch gelesen, zum Beispiel die Spider-Man-Klonsaga, wenn der das sagt, ja, habe ich damals komplett auf Englisch gelesen und dann kam ja Panini. Also erst war ja der Dino-Verlag da im Grunde genommen, was das mit dem Kiosk ging. Natürlich gab es noch den Carlsen-Verlag, was weiß ich, die im Comic-Fachhandel ein paar Sachen publiziert haben. Aber so richtig am Kiosk, diese hohen Auflagen, das war halt einfach der Dino-Verlag, der da richtig losgelegt hat. Damit hat es bei mir angefangen, Dino. Komplette Comicliebe, komplett eskaliert damals. Und du kannst dich bestimmt daran erinnern, die Hefte haben damals 3,90 oder 3,95 Mark gekostet, ja, 52 Seiten. Und dann gab es diese Bände mit 100 Seiten für 7,95, ja. Das war extrem günstig, auch für die damalige Zeit, sag ich mal, so richtig schön, also Massenprodukt einfach, ja. Und dann ist Infinity gekommen mit 4,90 oder 4,99 und da gab es noch Pit, ich weiß nicht von welchem Verlag. Das war bei Speed Comics, die habe ich auch gestehen. Genau. Die waren aber nicht so lange auf dem Markt, also im Kiosk. Nee, leider nicht. Handel. Und
Dann gab es irgendwann mal, hat der Condor Verlag die Spider-Man-Serie, die Ja. ich Spinne, die Spinne, Ja. hieß es, ja. Oder die Rächer, ja, das wissen Ja. wir heute gar nicht. Also ich habe vor kurzem mit dem Timo Würz telefoniert und dann haben wir gesagt, wir alten Säcke nennen das halt noch so, ja, die Rächer und die Spinne. Und da war auf einmal, ich war ganz traurig eigentlich, dachte, oh, letzte Ausgabe 259, glaube ich, von Ja, es Condor. haut hin. Ja. Ja, und da stand da, vielleicht kommt das in der kleineren Auflage irgendwo dann nochmal raus, dachte ich, oh, bestimmt als Paperbacks im Comic-Fachhandel. Und dann kam halt Panini, ja, oder Marvel Ja, Deutschland, genau. ja, und das war, ja, also wie gesagt, das ging vielleicht mit den Zahlen bis 98, 99, und dann ging es aber ab den 2000er abrupt komplett runter, ja. Ich hoffe, man hört es nicht im Hintergrund, aber hier ist gerade mal wieder ein Konzert oder eine Demo vor meiner Haustür. Das ist unglaublich. Ich habe immer das Glück, wenn irgendwas ist, ist etwas. Für alle, die gerade das ganze Ding hier als Video gucken, sei an der Stelle gesagt, ich hoffe, das stört nicht zu sehr im Hintergrund. Hörst du's? Nein, ich höre es nicht, aber ich weiß, was das ist. Das sind die Phantom-Groupies, die schreien, die feiern das. Ja. Nein, Ja. Spaß. Das kam für mich persönlich tatsächlich jetzt aus heiterem Himmel. Ich habe gar nicht mit gerechnet. Ich war irgendwie auf Instagram unterwegs und hatte dann, wie gesagt, beim Robert for Hell das Ganze in der Story gesehen gehabt und dachte mir, das Phantom. Ich dachte dann zuerst, das wäre eine ältere Veröffentlichung. Hatte ihn dann gefragt gehabt, ist das aktuell? Und der hat dann geschrieben, ja, bei Zauberstern-Comics. Und daraufhin hatte ich euch, oder besser gesagt, dich an der Stelle gegoogelt gehabt, gefunden gehabt und war total hin und weg. Und vor allem, dass es jetzt auch koloriert ist, weil. Ich habe damals mit dem Phantom gar nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe mal halt die Zeichentrickserie angeguckt, dieses Phantom 2000 hieß es, meine ich. Oder und dann habe ich noch den Film geguckt. Oder gab es zwei Filme? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall habe ich den Film ein paar Mal gesehen. Und diese Zeichentrickserie. Es gab Defenders of the Earth, da wo er mit Flash Gordon und Mandrake und den anderen ein Team bildet. Dann gab es Phantom 2 2040. Ja. Und es gab diesen Kinofilm mit Billy Zane aus den 90ern, 96 glaube ich. Und 2009, 2010 gab es so eine Art Pilotfilm. Das sind zwei Teile, die gehen 1,5 Stunden lang. Ich habe das damals, ich habe die DVD auch zu Hause. Ich fand das richtig gut gelungen, Ja. aber war wohl die falsche Zeit und er war halt nicht in diesem klassischen Phantomkostüm. Vielleicht war das der Fehler. Aber Ja. ansonsten fand ich das recht gut gemacht, ja. Ja, es ist krass eigentlich, dass das Phantom so ein Held ist, der so komplett in Vergessenheit geraten ist. Und ich muss sagen, bei den Comics kann ich mir voll vorstellen, weil das, was ich in der Hand hatte bis dato, das war halt dieses Schwarz-Weiß-Lieder war es, glaube ich, damals. Und bin ich damals gar nicht mit warm geworden. Aber es lag halt daran, dass es halt parallel die Spawn und die Justice League von Dino Verlag am Kiosk gab. Und das hat dann für mich in dem Alter irgendwie, sah es halt viel cooler aus, ne? Naja, Und ja. es war ja dieses Schwarz-Weiß-Rot, was du meinst, das Ja. gab es bis Anfang, Mitte der 80er. Und dann gab es noch parallel noch dieses Phantom-Spezial. Da hat der Peter Männicken, glaube ich, die Geschichten geschrieben und die wurden wirklich in Spanien gezeichnet oder Deutschland, ich weiß es Ja. nicht. Und dann war die Zeit aber vorbei und es gab schon in den 50ern das Phantom, ja. Also beim Allerlei Verlag oder das müsste man recherchieren. Steht auch hier übrigens, was ich hier ein bisschen Werbung machen muss für die Kollegen, wenn man das sieht. Also Ja. das ist Sekundärliteratur, die jetzt zeitgleich mit unserem Magazin erschienen ist. Und ich kann das nur jedem Fan ans Herz legen, weil da ist die ganze Publikationsgeschichte in Deutschland aufgeführt, wo und was welcher Verlag vom Phantom veröffentlicht hat. Und das gab es in den 50ern dann da ein paar Ausgaben. In den 60ern kam der Semic Verlag und dann kam Bastei, glaube 72, 73 bis 84, 85 und hat ja da über 300 Hefte, Magazine, Taschenbücher und was weiß ich veröffentlicht. Und dann war auf einmal richtig aus, ja. Und dann gab es vom Hethke Verlag so diese ganz alten aus den 40ern, 50ern, Ja. als Hardcover, auch DIN A4-Format im Comicfachhandel und dann eigentlich gar nichts mehr, also mir ist nichts bekannt, ja. Und
Bei mir war es so, ich hatte schon vor ein paar Jahren die Idee, eigentlich Phantom-Hörspiele zu machen. Ich glaube, das erste Mal so 2015, 2016 habe es dann verworfen, weil ich dachte, mit den amerikanischen Verlagen über Hörspiele zu sprechen, macht nicht viel Sinn, ja. Weil ich hatte schon früher Gespräche, ich wollte die X-Men und Spider-Man, gerade die Klonsage als Hörspiele umsetzen, hatte schon, wir hatten schon getroffen, Marvel England war das damals oder Marvel International, Gespräche gehabt 2008 auf der Frankfurter Buchmesse, den Vorvertrag schon unterschrieben, die ganzen Hefte, Cover und alles, eigentlich schon die Vorproduktion begonnen und dann haben die Amerikaner gesagt, wir steigen aus, weil wir können mit dem Medium nichts anfangen, ja. Und bei DC war es so, die wollten halt, was weiß ich, $25.000 haben, für dass wir quasi die amerikanischen Hörbücher auf Deutsch umwandeln und das war alles utopisch. Also schade, gerade diese Klonsaga hätte ich doch gerne als Hörspiel umgesetzt. Ja. Und deswegen dachte ich mit dem Phantom, naja, lassen wir es lieber. Und dann kam ich auf die Idee, das war 2019, 2020, ich frage mal an, aber ich mache dann Comics und Hörspiele. Ja. Und so ist die Idee dann entstanden. Dann bin ich mit Puls Press in Kontakt getreten. Die Rechteinhaber? King Futures, die Vertretung in Deutschland quasi, die auch die Rechte vergeben. Und hatte mit der Saskia Baumgart viele Gespräche, viel E-Mail-Korrespondenz, sage ich mal. Und dann kam aber die Corona-Krise. Und sonst wäre es wirklich Ende 2020 erschienen. Ach fast, ja. Und da ging es ja wirklich, da gingen ja die Zahlen. Ich habe ja gute Kontakte zum Vertrieb noch von meiner alten Zeit, also Pressevertrieb. Und da gingen die Zahlen wirklich Wunder, ja. Auch gerade an den Bahnhofsbuchhandlungen, Bahnhofskiosken. Da hat man halt gedacht, man bleibt in Kontakt und sobald es ein bisschen besser ist, nimmt man das in Angriff. Und das hat man ja auch jetzt gemacht. Wie gesagt, und jetzt schauen wir halt mal, es ist, braucht man sich nichts vormachen, jetzt eine Comic-Serie im Handel zu etablieren, ist richtig schwierig, ja. Ja, klar, da ist eh schon ein kleiner Markt, und beim Phantom ist halt die eine Sache, dass das halt, ich denke mal, in erster Linie geht halt jedem das Herz auf, der nochmal 10, 20 Jahre älter ist als ich, weil ich sag mal, meiner Generation ist das Phantom schon nicht so bekannt. Was jetzt halt hier unglaublich gut funktioniert, ist das Design von eurem Cover, finde ich, weil erstmal die Zeichnung, es könnte eine Alex Ross Zeichnung sein, wer hat es gezeichnet, du wirst es wahrscheinlich sofort aus dem Kopf wissen. Naja, natürlich, das war der Timo Würz, großes Talent, der ist auch bekannt in ganz Deutschland, wir haben auch von ihm Black Metal zum Beispiel veröffentlicht, als ich bei Infinity war und davor, ich glaube 1997 war es Tragan hieß die Serie, glaube ich, ja. Von Katzen als Heft. Und ich habe ihn kennengelernt, wie gesagt, Ende der 90er bei Infinity. Und seitdem sind wir in Kontakt, wir sind Freunde, das kann ich ja auch sagen. Er hat bei uns die meisten Cover gezeichnet. Stefan Sombetski hat jetzt auch bei Jan Tenner auch sehr viele Cover gezeichnet. Und wir sind befreundet, ja. Also mit Timo haben wir eine gemeinsame Vergangenheit quasi und er ist schon ein Ausnahmekünstler, also er macht ja auch viel. Sieht wunderschön aus. Ja, das ist auch immer, wir besprechen uns dann. Ich mache dann ein paar Zeichnungen, ich habe die jetzt hier nicht vorliegen, sonst würde ich es dir zeigen. Ich mache ein paar Strichmännchen immer, was ich mir vorstelle, wo welche Figur stehen soll. Dann schicke ich ihm das zu und dann tun wir telefonieren und dann macht er eigentlich immer. Also ich hatte noch nie was zu beanstanden bei ihm. Ich muss auch wirklich sagen, gerade für das Phantom und für Faith, finde ich, hat er die allergeilsten Cover gemacht, ja, muss ich wirklich sagen. Und das hat auch etwas mit Vorlieben zu tun, ja, er liebt halt auch diese Figur. Und ich freue mich auch in Zukunft, jedes Cover wird womöglich nicht von ihm sein, aber er wird noch viele Cover dazu beisteuern, ja. Weil wir hatten das Problem beim Phantom, vielleicht sieht man es hier im Hintergrund, oder? Nee, sieht man nicht. Das wäre die Vorlage gewesen.
Das ist das Paperback, was, warte mal, spiegelt ein bisschen. Das Paperback, ja, was drin ist in Australien im Dezember, das ist die Stoffe, die wir im Phantom 1 und 2 haben. Wir haben es aufgeteilt. Und die Cover waren jetzt, kann man schon, also nicht falsch verstehen, die kann man schon nehmen, aber ich, für mich muss ein Cover ein bisschen wie ein Filmplakat aussehen. Ja, ne? Das tut's definitiv. Wie gesagt, ich finde es wunderschön gezeichnet, das Cover. Und deswegen bin ich auch direkt hellhörig geworden, wo ich dieses Cover gesehen habe. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das musst du hier haben. Und dann habe ich es gelesen und ich finde es schön, wie sich das Phantom entwickelt hat. Ich finde es auch, ich habe es auch in meiner Review gesagt, ich finde die Aufteilung auch perfekt gemacht, dass erstmal die modernere Geschichte kommt und danach die etwas altmodischere Geschichte. Und perfekt aufgeteilt. Auch wenn es mit der Origin vielleicht cooler wäre, wenn die am Anfang gewesen wäre, weil ich ja jetzt mal noch in Überlegen war, wie das mit der Origin ist, aber es wäre halt aus der Geschichte rausgestohlen aus der anderen. Ja, ich habe das halt auf dem Backcover, also auf der U4, hinten die Rückseite, habe ich so eine Zusammenfassung gemacht, die bleibt auch so bestehen. Und klar hätte man da auch was machen können, aber es war einfach so, dass die erste Ausgabe schon eigentlich 112 Seiten hätte haben sollen. Und dann hätte man, weil das jetzt auch kritisiert wurde, auch zu Recht von Fans, dass man das Poster nicht rausnehmen kann, weil hinten ja die Seiten sind, da hätte Werbung hinkommen sollen. Bloß es war halt einfach so, dass die Druckkosten um 2.000-3.000 Euro gleich mal höher waren. Ja? Ach wenn ja, Papierpreise, vier Seiten gemacht hätte. Und in der Zeit, wo wir in Planung waren, und ich hatte dir ja vorhin erzählt, dass ich die erste Ausgabe wegen Krankheit meiner Krankheit verschoben hat, dass da die Preise um fast das Doppelte gestiegen sind. Das ist jetzt kein Witz. Also die Papierpreise, die Druckkosten, da hast du fast für die gleiche Auflage die doppelten Kosten gehabt. Und ja, da überlegst du dir das ganz genau, besonders zum Start einer Serie. Und ich muss ehrlich sagen, nicht weil es unsere Serie ist, sondern es sind wirklich 108 Seiten. Es werden ab Folge 2 100 Seiten sein, zu 90% oder 95% mit Comic-Inhalt, ja, und für 10 Euro, sag ich mal, ist das ein guter Preis, ja. Ja, voll, voll. Weil das wurde auch schon wieder kritisiert, und wenn das einem nicht wert ist, das zu kaufen, dann ist er halt kein Fan, ganz einfach. Dann mag er halt, ist kein Sammler in dem Sinne. Also realistisch betrachtet, 108 Seiten kosten jetzt, wenn du sie im Trade drucken würdest, da bist du schon bei deinen 15, 16 Euro, definitiv. Jetzt hat man hier, ja, definitiv. Wenn nicht sogar mittlerweile bei 20 Euro. Okay, ja. Was haben wir denn hier? Das hier sind von, ach, da steht leider keine Seitenzahl drauf, aber ich kann doch mal was zum Vergleichen, wo vielleicht eine Seitenzahl hinten drauf steht. Das habe ich natürlich nichts, wo eine Seitenzahl. Also, ich weiß, doch, dass hier. Das. 140 ja. Seiten, 17 Euro. Ja, aber da sind wir auch wieder beim Format. Und dazu kommt natürlich noch, dass ein kleiner Verlag nicht die gleichen Druckereikosten hat wie jetzt ein großer Verlag. Von Panini jetzt, denke ich mal. Ja, ja. Oder? Ja, ja, genau. Das war von Panini. Und das ist vielleicht auch die Zweitverwertung, weiß ich nicht. Aber normalerweise die Preise, ich finde ja Panini toll, was die machen. Ja, definitiv. Zum Glück gibt es auch Panini, sonst hätte es in den letzten 20 Jahren eher mau auf dem Markt ausgesehen. Ja, muss man auch einfach sagen, ja. Auch was viele einfach nicht bedenken, ich muss jetzt wirklich für Panini auch hier eine Lanze brechen. Diese ganzen Hefte kosten 4,99 oder 4,90, ja. Ja, 4,99. Ja, und wir hatten 2000 und 2001 schon Preise von 8,95 beziehungsweise 9,95 D-Mark, als die Preise auf einmal innerhalb vom halben Jahr, einem Jahr in die Höhe geschlagen sind bei jedem Verlag, ja. Und die haben wirklich den Preis seit der Euro-Umstellung, war es auf 4,50, wenn ich mich nicht täusche, ja, haben den fast stabil gehalten, fast 20 Jahre, also. Ja. Ab, wirklich, muss man sagen. Auch die aber die drucken ja auch für mehrere Länder auf einmal. Das kommt dann ja auch wieder bei Panini, was denen die Karten spielt. Ne? Da wird ja in Italien alles gedruckt und demzufolge hast du ja niedrigere Druckkosten wie ihr zum Beispiel. Ne? Ja, das ist schon so, aber trotzdem, ich meine, wenn man sich das dann anschaut, da ist ja wirklich für jeden was dabei. Klar, Panini ist einer meiner absoluten Lieblingsverlege. Ne? Ja. Ja, du bist ja quasi damit aufgewachsen. Ja, ja.
Ich kenne es nicht anders, ne? Ich habe ja noch die Anfänge. Ich war ja bei der Konkurrenz oder Mitbewerber, wie man sagt, ja. Das kannst du eigentlich heute alles vergessen, im Grunde genommen. Also ich sehe das nicht so. Ich sehe die ganzen Comic-Verlage als große Familie. Ich bin da selber Fan, Sammler, Leser. Und deswegen kann es eigentlich für mich nicht genug Comics geben. Ja. Bin ich komplett bei dir. Ich liebe es auch voll, wenn jeder Verlag ein bisschen anders aussieht. So bei Panini feierst du halt ab, dass es halt diese, sieht halt aus wie ein US-Comic komplett und die Trades haben sehr gute Qualität, feiere ich ab und ich bin ein großer Superhelden-Fan. Crosscover, ja, ne? Die kleinen Hardcover, das feiere ich. Bei Splitter feiere ich die großen Hardcover und jeder Verlag hat irgendwas, was ich cool finde und ihr habt jetzt ein Magazin am Start und das war eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe. Magazin tatsächlich, mit das jetzt auch am Kiosk und im Supermarkt zu kaufen gibt oder liefert ihr doch nur an den Buchhandel und dann Comicshops aus? Naja, das wird die Zug. Also jetzt erstmal haben wir eine höhere Auflage, die möchte ich jetzt nicht nennen, aber ja. Ich sag mal, die ist zwischen 25.000, kann sich jeder ausdrücken, was er möchte. Das ist ja immer so ein Betriebsgeheimnis. Ein bisschen was muss man dann geben. Ja, klar, klar. Also die ist groß genug, sage ich mal, für die Erstauflage jetzt, dass man wirklich den Kiosk, Zeitschriftenhandel, sprich Edeka, Zeitschriftenabteilung, Kaufland, Real, Bahnhofskiosk, Comicfachhandel, auch im Netz, eBay und unser eigenen Shop, das abdeckt. Ja, also es soll, mein Wunsch war es, weil es gibt einfach, du kannst mich gerne korrigieren, aber wie ich beobachtet habe seit 20 Jahren, wenn du an den Bahnhofskiosken oder im Handel was findest, Zeitschriftenhandel, ist es dann nur Panini. Ja, ein Heft oder? Vom Jahr. Die anderen Verleger haben keine Hefte. Crosscut bringt ab und zu mal ein Spezialheft raus, aber das ist dann nicht am Kiosk am Liegen. Aber am Kiosk, wenn du da Comics findest, ist es nur noch Panini aktuell. Na, und es ist einfach so, weil der Markt absolut schwierig ist. Ich kann jetzt auch nicht versprechen, dass wir auf ewig dann in diesen Zeitschriften handeln. Ja, aber ich denke mal, was dir dann die Karten spielen wird, ist die Tatsache, dass die Leute, die das Phantom kennen, die sind damals auch ins Kiosk gegangen und haben sich das Phantom dort gekauft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das da richtig gut laufen wird am Kiosk. Aber es gibt einen Knackpunkt, was viele nicht bedenken. Viele sind ja mit dem Phantom aufgewachsen, wo es 1,50 oder 2 Mark oder 2,20 gekostet hat. Wenn die 9,99 Euro sind, fallen die natürlich erstmal vom Glauben ab. Wenn sie natürlich weiter sich das anschauen, sich damit beschäftigen, werden sie sehen, dass es halt schon trocken ist. Ja, also recht viel und alles in Farbe. Dann könnten sie zugreifen. Aber darauf zu schließen, dass meine Generation oder die etwas Älteren automatisch zugreifen, das werden nur die Sammler machen und die Fans. Und man wird vielleicht den einen oder anderen Fan von damals erreichen, der dazu bereit ist. Aber die meisten, also ich sage mal 90%, werden nicht dazu bereit sein. Brauchen wir uns auch nichts vormachen. Also du gehst dann schon mehr davon aus, dass das eher eine neue Leserschaft Phantom anfängt zu lesen. Nein, es werden die Leute sein, die auch die Superhelden-Comics oder allgemein-Comics. Ja gut, okay, Comic-Sammler halt. Die Fans, die Comic-Fans an sich und die Sammler. Es gibt ja wirklich Sammler, die quer durch Sammlung viel Geld im Monat liegen lassen auch. Also aus Liebe zum Medium einfach. Ja. Ja. Die werden wir bestimmt haben oder einen Großteil davon. Aber ich sehe es jetzt auch an den ganzen Reaktionen bei uns auf der Zauberstern-Facebook-Seite. Da gab es auch Leute, die sind vom Glauben abgefallen, ja, 10 Euro für ein Heftchen und bla 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 und pipapo. Nee, also das finde ich ist so und so ein fairer Preis für das Heft mit 108 Seiten. Naja, ich wurde von Vertrieben, wurde mir geraten, den Preis 2-3 Euro höher anzusetzen sogar. Wollte ich aber nicht, den will ich auch stabil halten, ja, weil ich finde, das ist so der Knackpunkt, ja. Es ist, ich sag's mal so, es ist jetzt nicht super günstig, ist es nicht, aber es ist auch nicht überteuert. Es ist ein vernünftiger, fairer Preis, sage ich mal, ja, für die Fans. Also da gibt es ganz andere Preise, wer sich auf dem Markt auskennt. Ja, guck mal, also ich habe jetzt mal zum Vergleich das Panini-Heft. Das hat 60 Seiten für 6,99 und ihr könnt da definitiv mithalten. Ich finde, das ist ein normaler Comicpreis tatsächlich. Das ist dann wahrscheinlich dann doch eher die Leute, wie du schon sagst, die es damals gesammelt haben, die dann vielleicht jetzt geschockt sind, dass es mittlerweile teurer ist. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich eine Auflage von 150.000 gemacht und einen Preis von 3,99 oder 2,99. Das ist utopisch. Ja. Ja.
kauft, auch wenn du so eine hohe Auflage hast, wirst du irgendwann mal vielleicht bei 10 oder 15.000 liegen, wenn überhaupt, und dann kommst du nicht auf deine Kosten. Ist einfach so. Ist eine Tatsache. Ja. Das ist der Markt, der heutige Markt. Und ist der Plan, noch mehr Comics zu bringen, oder ist das jetzt noch zu weit weg, der Zauberstern, auf dem sich noch eine Comicreihe versteckt, oder ist jetzt echt erstmal der Plan, wir machen jetzt erstmal das Phantom, bis es mit beiden Beinen auf den Füßen, mit beiden Füßen auf dem Boden steht oder mit beiden Beinen, und dann vielleicht oder so und so einfach nur das Phantom? Ich möchte jetzt, also, wie soll ich sagen, ja. Es ist was in Planung, es sind sogar mehrere Serien in Planung, also zwei, drei davon, würde ich sagen, sind sehr sicher, und eine, da ist man in Verhandlungen, ja. Aber es sind halt auch so spezielle Serien, sage ich mal, Nostalgie-Serien, die es früher gegeben hat, auch vom Bastei-Verlag Anfang der 80er. Und ich meine, beim Phantom ist ja klar, wenn man schon von King Futures Phantom macht, ist kein Geheimnis, muss man eigentlich auch Flash Gordon machen, ja. Also, und da führt kein Weg dran vorbei. Ich musste ganz ehrlich sagen, King Futures hat mir im Vorfeld gar nichts gesagt. Also, ja, du bist halt die Generation, meine Generation hat das noch, also 40 plus oder 45 plus hat das noch alles mitbekommen. King Futures hat auch Popeye früher rausgebracht. Ach, ja. Krass. Das habe ich in der Kindheit auch geguckt. Oder Blondie zum Beispiel und Phantom, Mandrake, diese Comic-Serien. Okay, da bin ich komplett raus tatsächlich. Aber ich hab Gerüchte gehört, dass da was geplant ist. Entweder Fernsehserie oder Film vom Phantom. Ah. Ja, ich finde, das würde sich schon anbieten. Auch die Defenders of the Earth und so weiter als cooler Film, das wäre doch was. Ja? Also das Phantom hat eigentlich alles. Was ich so erstaunlich finde, dass das Phantom so viel gewandert ist, von Marvel zu DC, zu wo es sonst noch überall veröffentlicht wird. Ne? Wir wurden ja gefragt, auch wir hätten das Recht, wir könnten selber Comics herstellen. Ach, ihr könnt auch selber eigene Geschichten erzählen, wenn ihr Bock habt. Ja, ich hätte da auch absolut Bock drauf, und ich habe Geschichten auch schon auf Lager, hätte ich schon, die man umsetzen könnte. Das Problem ist, dass es in der Produktion zu teuer ist. Also die regulären Preise, die halt von Zeichnern jetzt verlangt werden, ja, das wäre schwierig zu finanzieren, sage ich mal. Sollte sich irgendwann eine Option mit Zeichnern... Ich kenne zwei Zeichner, die bis jetzt ihre Comics mit Kickstarter finanziert haben. Wenn du willst, kann ich dir später gerne mal die Instagrams schicken oder die E-Mail-Adressen. Gerne. Also da bin ich nicht mal abgeneigt, weil das dürfte man auch. Natürlich muss das dann auch King Futures absegnen, aber ich würde das gerne machen. Vielleicht bringen wir auch mal für den Buchhandel was raus, eine Edition. Weiß ich nicht. Es ist halt in der Produktion. Ich meine, ich produziere auch Hörspiele. Aber trotzdem sind die Hörspiele, was das angeht, ein bisschen ein... Es ist komisch. Es ist eigentlich... Hörspiel ist viel aufwendiger, ja? Ja. Also viel komplexer von der Produktion her und alles. Aber es gibt halt diese Preise, was ein Zeichner oder ein Künstler verlangt. Und das ist einfach, muss ich leider sagen, nicht mehr zeitgemäß. Ja, es ist nicht mehr zeitgemäß, weil du als Verlag, es spielt keine Rolle, ob es die amerikanischen Verlage sind, australischen, deutschen Verlage, du kriegst die Zahlen nicht mehr. Du kriegst, wenn du heute 10% oder 15%, lass es von mir aus 20% sein, von dem, was du in den 80ern, 90ern hattest. Wenn du das schaffst als Verlag, bist du der King, ja. Und ich versuche das auch meinen Mitarbeitern oder Künstlern auch im Hörspielbereich einfach beizubringen. Im Hörspielbereich ist das allgemein bekannt. Aber ich finde halt, ich habe ja schon Kontakt gehabt mit ein paar Zeichnern, mit den Zahlen, was sie sich vorstellen, ist das nicht möglich. Ja, ich weiß, dass das absolut aufwendig ist, das auch zu zeichnen, zu kolorieren und alles. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich was. Also ich habe die Erfahrung in meinem Leben gemacht, dass sich irgendwie doch ein Türchen öffnet, weil das wäre schon cool, wenn wir auch deutsche Phantom-Comics wieder veröffentlichen könnten. Ja, total, total. Wenn es da, also
Ja, kommt doch mal drauf an, ne? Also, ich habe gar keine Ahnung, was ein Zeichner kostet. Ich weiß, dass ich damals vor YouTube auch mal versucht hatte, einen Comic auf die Beine zu stellen mit einem Kollegen. Und das ist tatsächlich daran gescheitert, dass wir uns keinen leisten konnten, der uns die Comics zeichnet. Naja, Also. ein Heft würde, ich spreche hier mal offen, ein Heft würde ungefähr 10.000 bis 12.000 Euro dann kosten, wenn man jetzt von 80 bis 100 Comicseiten ausgeht, ja. Also musst du kalkulieren 10.000 bis 15.000 Euro. Und ich sag mal, die Hälfte ist gerade so drin, aber 10.000, 15.000 kommst du nicht hin mit den heutigen Auflagen. Wenn du jemanden findest, der dir das macht für 6.000, 7.000, ja, dann könnte es vielleicht ein Erfolg werden, aber auch nur vielleicht. Das ist schon hart an der Grenze. Das sind einfach die Realitäten, ja. Boah, ich Schau mal, weiß. ich bin selber Autor, ja. Und ich sage, im Hörspielbereich ist mein Name bekannt. Faith Van Helsing ist eine Kultserie mittlerweile. Erscheint seit 17 Jahren. Ich habe die ganzen Geschichten geschrieben, außer 5 Stück. Die hat der Alex Streeb geschrieben, auch ein guter Freund von mir. Und mit der Serie hat man viel, viel erreicht, aber hätte ich das alles im Auftrag, hätte ich das nicht alles selber produziert und in Auftrag gegeben, das kannst du vergessen, ja? Das ist einfach, was verkauft man denn heute? Wenn du heute Glück hast, verkaufst du 1.000 Einheiten, also 1.000 CDs. Und du bist aber in Mediamarken überall drin. Also das ist die Realität, ja? Und du hast Krass. aber Stimmen. Und entschuldige, wenn ich das dich unterbreche, und du hast dann Ja. Stimmen, so als hätten wir jetzt Jim Lee als Zeichner, ja, dann hast du einen Lutz Riedel, Marianne Groß oder Thomas Danneberg, also die Synchronstimme vom Schwarzenegger und lauter bekannte Stimmen, lauter Hollywood-Synchronstimmen, ja, und dann liegst du bei 500 bis 1.000 abverkauften Exemplaren. Und wenn jetzt diese Schauspieler das genau das verlangen würde, was die Zeichner wollen für die Comics, wäre das nicht finanzierbar. Also entweder da macht man das aus der Liebe zum Medium und verdient wenigstens ein bisschen was dann regelmäßig, ja? Oder es ist halt so, wie es ist, ja. Das beste Beispiel, was ich gerne gebe, ist Stefan Sumbetzki, ein absolut talentierter Zeichner, absolutes auch Ausnahmetalent, ja? Und ich habe ihn dann auf Facebook entdeckt, ich bin in so einer Comicgruppe, und da dachte ich, Mensch, das ist genau das Talent der Zeichner für Jan Tenner. Und da muss man sich die Zeichnung einfach nur anschauen. Das ist so richtig schön klassisch, ja. Also auch so ein Talent, ja. Ich glaube, mit ihm wäre in der Richtung bestimmt in irgendeiner Form auch was möglich. Aber wenn man ein Team hätte von 3, 4 Zeichnern, dann könnte man das wirklich in Angriff nehmen. Und das wäre eine Riesenfreude, weil den Vorteil, den man hat, jetzt, wenn man die Lizenzen von King Features für Phantom hat, man kann auch selber Geschichten erstellen. Ja, es ist total geil. Dass es möglich ist. Ich finde das so krass, dass das so eine, dass es von Phantom so ist, dass man aus selber Sachen machen kann. Aber das ist wahrscheinlich der Vorteil, wenn die Lizenz jemand gehört, der nicht Marvel und DC ist, weil die halten ja schon immer sehr den Daumen drauf. Da darf ja gar nichts selber gemacht werden. Die Cover vielleicht, aber das war's dann, ne? Ja, das ist natürlich, das ist ja mittlerweile eine richtige Marke. Also, Ja. wenn ich denke, als Spider-Man beim Williams Verlag erschienen ist in den 70ern, davor gab es die ja auch unter Hit Comics, da war das ja noch, möchte ich sagen, eine kleine Nummer, aber das war einfach noch was Kleines, ja, also noch recht unbekannt und so weiter. Und heutzutage denke ich mal, dass man da schon viel an Lizenzen abdrücken muss, ja. Und leider ist es ja nicht so, dass die Filme, die Comics dann, dass sich das irgendwie so befruchtet hätte, dass die Comics, dass die Jugend heute mehr Comics lesen würde als früher, ist ja genau das Gegenteil. Also ich sag mal, Fans unter 30 wird Ja, schwierig. ich weiß, wie alt der Altersdurchschnitt bei meinem YouTube-Kanal ist. Also die sind, Ja, also dann sag doch mal. ich kann mal gerade sagen, was die größte Zuschauerschaft bei mir ist. Ich gehe mal gerade rein. Aber die sind alt. Also Wie mein ist alt? Alter, mein ich mit alt. Zwischen 40 und 50, schätze ich mal. Ja, da habe ich auf jeden Fall auch eine große Gruppe an Leuten, die zuschaut. Aber die größte ist tatsächlich zwischen 35 und 44. Das Okay. sind die meisten Zuschauer. Das war, bevor ich 35 wurde, war die jetzt noch bei 25 bis 34. Also die sind alle mit mir zusammen jetzt älter geworden. Ich mache ja schon so viele Jahre YouTube, das ist total lustig. Also das ist genau eine Spalte zusammen an Ja, meinem aber es Geburtstag ist, verrutscht. Einfach eine Tatsache. Ich sehe es auch an der Werbung auf Facebook,
da hast du auch Statistiken. Ja. Und das ist einfach, kann man sagen, so ab 35 bis 65, ja. Und Phantom ist halt schon, sag ich mal, 40 plus auf jeden Fall. Und die zweitgrößte Gruppe bei mir ist 18 bis 24. Ja, die Frage ist, gucken Sie jetzt nur die Videos an oder tun Sie auch konsumieren? Ja, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Also, wenn die Leute, die kommentieren und denen ich vielleicht irgendwie auf Instagram folge oder von denen ich mal irgendwie was gesehen habe, ja, da konsumieren alle. Also, es kommt immer wieder auch vor, dass neue Zuschauer dazustoßen, die gerade mit dem Comic-Ding angefangen haben. Aber meistens ist es echt so, wer einmal anfängt und die Liebe entwickelt hat, der bleibt ja sowieso dabei. Ich habe ja selber auch mal geschafft, eine Zeit lang eine Pause zu machen, aber irgendwann bin ich dann rückfällig geworden. Jetzt habe ich den ganzen Raum voll mit Comics stehen, wie das halt so ist, ne? Ja, gut, der Raum geht halt irgendwann mal aus, ja. Bei mir ist es ja auch so, ich sammle ja nicht nur Comics, sondern auch Romane, Figuren, Hörspiele und ODs und alles, ja. Und jetzt auch noch die Eigencomic-Produktion, ja. Und wie viel hast du von Infinity Verlag in deiner Sammlung noch drin stehen? Oh, ich habe ja alles, alles, was wir produziert haben. Ach krass, okay. Also bis 2002 ungefähr habe ich alles. Ich glaube, bis 2007 gab es den Infinity Verlag, ne? 2007, ja, der Igor ist dann 2006 gegangen. Der war noch am längsten dabei. Mit mir zusammen ist Thomas Fräse gegangen und der Jakob Bosch. Also, darf ich eine Anekdote erzählen? Weil das unbedingt, ist, unbedingt. Ich liebe den Infinity Verlag. Ich habe davon so viel mittlerweile gekauft. Bevor ich zu Infinity gekommen bin, gab es ja, am Anfang hat ja der Michael Beck der Layout und Lettering gemacht, ja, der das jetzt auch bei mir beim Phantom macht. Und dann gab es ja den Jakob Bosch, das war ja mein Kollege. Ein herzensguter Mensch, den ich auch heute noch über alles liebe, ja. Und ich habe mich damals gefragt, bevor ich mich da beworben habe, Bosch, ob der was mit der Firma Bosch zu tun hat, ja. Und da dachte ich, Simeon, es gibt, ist halt ein deutscher Name, es wird halt irgendein Bosch sein, ja. Dann habe ich da angefangen, habe den Jakob auch kennengelernt und da war ich schon ein Jahr dabei, glaube ich, oder ein halbes, dreiviertel Jahr. Dann bin ich zum Igor gegangen und dann habe ich zu ihm gesagt, Mensch, der Jakob, habe ich gesagt, er hatte damals so einen Daimler, also einen Mercedes-Benz Kombi, ja, den er benutzt hat. Aber er ist auch oft mit einem Porsche ins Geschäft gefahren. Und da dachte ich, Mensch, habe ich gesagt, der Jakob hat einen Porsche und einen Daimler, also finanziell sieht es da ja richtig gut aus. Und dann sagt der Igor, naja, er ist ja auch ein Bosch. Habe ich gesagt, wie ein Bosch jetzt? Doch nicht der Bosch. Hat er gesagt, doch. Also der Jakob ist wirklich der Nachfahre, der Erbe, ein Teil des Bosch-Imperiums, sage ich mal. Ja, dann bei Infinity Anpfiffs, wer hätte das für möglich gehalten? Ja? Jetzt bitte nicht falsch denken. Er hat das nicht irgendwie aus Trotz gemacht, überhaupt nicht, ja. Nee, aber mir ist halt aufgefallen und der Witz dabei ist, es gab mal irgendwie auf einer Leserbriefseite, ach, da ging es um den Verdienst von Verlagen damals und dann hat, glaube ich, unser Chef, der Marius Kessler, geantwortet, naja, den Ferrari haben wir noch nicht vom Büro stehen, ja, also quasi, ja, dass man sich das nicht leisten kann, aber der Porsche, das könnten jetzt alle Fans wissen, der Porsche stand davor, ja, aber hatte nichts mit dem Infinity-Verlag zu tun, sondern das war halt das Privatvergnügen vom Jakob, ja. Also wirklich, ich muss sagen, ich habe nur gute Erinnerungen damals an die Zeit an Infinity, allerdings habe ich auch gesehen, dass es schon ein halbes Jahr, bevor ich gegangen bin, wir hatten ja damals Witchblade und Darkness neu rausgebracht. Ja, da bin ich so ein Fan von. Ja, also klasse Serien. Also zumindest am Anfang, ja, das war richtig. Auch die Zeitung, man muss auch einfach mal sagen, das hat ja auch vieles, das waren damals, finde ich, Ausnahmekünstler. Also die Zeichnungen, das sah atemberaubend aus. Wo ich das erste Mal gesehen habe, kam ich gar nicht drauf klar, wie gut ein Comic aussehen kann. Ne? Ja, das war einfach richtig geil, was damals passiert ist. Und ich habe aber damals schon gesehen, durch die ganzen, wenn die Auflagen zurückgegangen sind, haben halt die Verlage die Preise erhöht und das war
ich kann es irgendwo verstehen. Andererseits versuche ich zum Beispiel, ob es jetzt bei meinen Hörspielproduktionen sind oder jetzt auch Comicproduktionen, das zu kompensieren, indem man dann halt weniger Gewinn hat. Manchmal geht es halt nicht anders. Meine Meinung ist, damals wäre es anders gegangen. Und ich habe gleich immer gemerkt, bei jeder Preiserhöhung sind halt mal 3.000, 4.000, 5.000 Leser weggefallen. Ach krass, okay. Ja. Das war so. Und bei Witchblade hatten wir ja das Problem, dass das ja schon mal veröffentlicht wurde. Ja, da waren die Zahlen von Anfang an nicht so hoch, aber noch hoch genug im Vergleich zu heutigen Zeiten, atemberaubend. Ja, ja. Und es war wirklich ein Zusammenbruch vom halben Jahr, einem Jahr kann man sagen. Ja. Und dann ist der Verlag, ich bin ja damals jeden Tag 160 Kilometer gependelt. Dann ist der Verlag von Rastatt nach Heidelberg gezogen, dann hätte ich jeden Tag 250 Kilometer pendeln müssen. Und ich weiß noch, das ist das Einzige, wo ich etwas enttäuscht war. Ich hätte meinen Bereich wirklich auch im Homeoffice machen können. Ja. Das wollte der Chef nicht und wollte auch nicht irgendwie sich an einem Zimmer, was ich unter der Woche nutzen könnte, sich beteiligen. Und das war einfach vom Aufwand und von allem, es ging nicht. Und dann bin ich schweren Herzens halt gegangen, wirklich schweren Herzens, weil ich habe die Tätigkeit, ich habe das alles geliebt und damals ist halt leider das ganze Team auseinandergefallen. Wie gesagt, mit mir zusammen sind dann auch noch Jakob Bosch und Thomas Fräse gegangen. Ja. War schon sehr traurig, ja. Und weißt du noch, wie hoch die Auflage bei Witchblade und The Darkness am Anfang war? Wenn ich mich nicht täusche, waren es so etwa um die 30.000, ja. Aber für eine zweite Veröffentlichung auch noch verdammt hoch, ne? Trotzdem noch hoch. Sporn war ja an die 45.000, 50.000 damals. Das waren aber die Zeiten, wo es dann schon ein bisschen abgemildert war. Ja. Am Anfang war es so, ja. Und ja gut, was hat man da verkauft? Von Witchblade hat man da noch 12.000, 13.000 verkauft. Das ist gut. Also für die heutige Zeit. Ja. Heutzutage sind das Topseller in dem Bereich dann. Da sind halt die Zeiten. Ja. Es gibt halt bestimmte Medien, die einfach nicht mehr so konsumiert werden oder wo auch die Jugend, der Nachwuchs nicht mehr so einen Zugang dazu hat. Ja, es ist, das Problem haben wir auch bei den Hörspielen. Ja, da geht's ja auch seit, ich meine, ich bin jetzt in der Branche, also erst Comic, dann Hörspiel, dann wieder Comic, dann Comics und Hörspiele. Ja, beschäftige ich mich seit 25 Jahren damit. Und bist du nach Infinity direkt zum Hörspiel gegangen? Ich bin mehr oder weniger direkt zum Hörspiel, ja. Hab's dann aufgebaut mit einem guten Freund und das war auch sehr, sehr schwierig. Also da haben wir auch am Anfang viel Lehrgeld gezahlt, was jetzt beim Phantom zum Glück nicht so ist. Ja. Also ich habe jetzt auch die ersten Zahlen bekommen, die sind sehr, sehr gut. Also ich sehe da kein Problem, dass man das auf Dauer machen kann. Die Frage ist natürlich jetzt mit den anderen Serien, wenn man jetzt Flash Gordon bringen würde, wie man da genau vorgehen würde, aber da werde ich mich auch mit dem Lizenzgeber unterhalten. Und da muss man halt anschauen, was für Material man bekommen kann. Das ist, ich halte halt Flash Gordon für nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Da mache ich mir auch nichts vor. Wie gesagt, da gibt's noch zwei andere Serien, wo ich noch in Verhandlungen bin, aber keine amerikanischen. Ja. Aber das waren so Serien, das sind dann halt Serien, da gibt es 8 bis 10 Veröffentlichungen oder 12, sag ich mal, also 12 Magazine in dem Sinne. Ja. Entweder macht das zweimonatlich oder dreimonatlich, dann sind die Serien abgeschlossen. Und was in Zukunft kommt, das, wie gesagt, zu weit vorplanen möchte ich jetzt nicht. Also es wird vielleicht irgendwann mal, wenn es sehr gut laufen sollte, vielleicht 4, 5, 6 Serien geben, die sich abwechseln, zweimonatlich. Aber mehr denke ich auch nicht. Nö, also lieber ein paar Serien, die dann alle definitiv weiterlaufen, als zu viel und dann ist es dann, funktioniert es dann doch wieder nicht. Ne? Also perfektes Konzept, finde ich. Also ich hoffe ja, dass es genauso einschlagen wird. Und ich habe es auf jeden Fall auf Instagram jetzt die letzten Woche einige Male gesehen. Also locker 10, 20 Mal habe ich es auf Instagram gepostet gesehen. Ja, es funktioniert ganz gut. Die Resonanz ist auch überwiegend positiv natürlich. Inhaltlich kann man sich natürlich streiten, ja, was hätte man als erstes nehmen können oder was nicht, ob der Anteil an den alten Comics größer sein sollte oder ich finde nicht. Weil nee, ich finde auch nicht tatsächlich.
Also wir hätten auch so machen können, dass wir das ganze Heft nur mit den alten Comics hätten füllen können, aber das wäre vielleicht was für den Buchhandel gewesen, aber dann wirklich nur Sammlerausgaben. Ja. Aber so Kiosk, sage ich mal, auch wenn man halt dann auch ein paar andere Fans ansprechen oder Jüngere ansprechen möchte, wir werden ab Folge 3 dann die Moonstone-Books rausbringen, die Vorlagen. Ja. Und das sind, also das kann ich jetzt schon sagen, das sind auch richtig klasse Stories und Zeichnungen. Da freue ich mich auch drauf. Also wir haben auch, wir wollen auch die alten DC-Sachen oder Charlton-Comics von Jim Aparo und ach, jetzt ist mir der Name entfallen, auch noch ein bekannter Künstler, die wollen wir auch bringen. Aber wie gesagt, wir können ja nicht alles auf einmal bringen. Nee, ja. So hat man aber was, auf das man sich freuen kann. Das finde ich sehr gut. Und wie sieht es aus mit der Marvel-Serie? Welcher Marvel-Serie? Der Marvel-Serie. Ich denke eher nicht. Ich glaube nicht, dass wir da die Lizenzen bekommen würden. Ich könnte anfragen, aber... Ach, die müsstest du auch bei Marvel wieder einkaufen. Ich dachte, die wäre dann jetzt auch beim Phantom-Lizenzinhaber und nicht bei Marvel dann. Ich dachte, die hätten... Nee, ich denke, das ist wirklich bei Marvel, aber ich kann da nochmal nachhaken. Das ist ja, bei King Futures ist das... Manchmal ist es bei, sag ich mal, Marvel oder DC und dann doch noch beim anderen oder direkt bei King Futures. Also wir haben da auch viel Material und bei Flash Gordon, wie gesagt, da gibt's ja die Dynamite Comics, wo man was machen könnte, aber es gibt natürlich auch eine Vielzahl an anderen Comics, aber noch einmal, ich denke, das ist wirklich nur dann für uns kalkulierbar. Ich halte das alles für nicht einfach. Ich denk, Phantom ist noch am stärksten, muss man einfach sagen. Da gibt's ja, ist also von den ganzen Charakteren, die jetzt so gefallen sind, der mich am meisten interessiert hat. Und ja, ich finde es krass, ich finde es cool, es kam für mich so plötzlich und dann finde ich es auch noch cool, dass die Cover so wunderschön gezeichnet werden, dass es ja sogar noch exklusive Cover im Endeffekt sind, ne? Ja, sind sie ja auch, sind sie. Und also nicht alle, wie gesagt, wir werden auch andere Vorlagen. Ja klar, aber jetzt das hier zum Beispiel, was man im Hintergrund von uns sieht und das erste Cover sind da schon mal exklusiv. Ja, absolut. Ja, das sind ja schon mal absolute Hammercover. Und besser geht's ja gar nicht vom Comicsammler. Und Hey, ja, auch wunderschön. Also ich muss sagen, also, ich bin da immer wieder von Timo begeistert. Ja, wir hatten ja auch bei den Hörspielen hatten wir ja auch eine Anekdote. Da gab es bei Faith damals bei der Nummer 1, da haben sich die Fans drüber aufgeregt, weil die Oberweite so groß war, ja, bei den Frauen. Oder weil sie so sexy dastanden und so weiter, ja, wurde das kritisiert. Und ich und der Timo haben uns halt immer dann drüber amüsiert, eigentlich beim nächsten Mal nochmal was draufzulegen, ja. Also es gibt die Leute einfach, die sich über jede Kleinigkeit dann ärgern. Und ich finde, Timo macht das, er ist ein Ausnahmekünstler, braucht man sich gar nicht drüber unterhalten. Ich finde, es geht immer so in beide Richtungen. Wenn man sich jetzt das Sixpack bei dem Mann im Hintergrund anguckt, da hat er auch einen Männerkörper sehr ausgeprägt gezeichnet. Und ich finde, das gibt sich dann immer die Waage. Das sind halt ästhetische Körper oder das, was der Zeichner als ästhetisch empfindet. Und ja, das ist halt Geschmackssache. Es sind auch Vorlieben und ein Cover soll ja so ein Eyecatcher sein oder genau. Und das ist ihm immer gut gelungen, ja, also wie gesagt und auch bei Jan Tenner zum Beispiel mit Stefan Sumbetzki bin ich sehr zufrieden, also er ist auch ein sehr, sehr großes Talent, ich muss sagen und ich finde, er wird immer besser und hat bei Jan Tenner da hervorragende Arbeit auch geleistet und ich denke, in Zukunft werden wir von ihm auch viel hören, ja. Hoffe ich. Kannst du den Namen merken, wenn du ihn nicht kennst? Stefan Sumbetzki. Ja? Stefan Sumbetzki. Kannte ich vorher tatsächlich nicht den Namen, aber ich bin auch super schlecht den Namen merken. Aber da ich das Video hier mal im Nachhinein definitiv nochmal angucken werde, spätestens dann Stefan Sumbetzki gespeichert. Wobei, jetzt habe ich zweimal gesagt, das heißt nochmal Stefan Sumbetzki und jetzt habe ich es spätestens jetzt gespeichert. Muss ja ein bisschen für die Kollegen Werbung machen. Definitiv, definitiv. Und wir sind jetzt mittlerweile schon bei 50 Minuten angelangt. Ich glaube, das machen wir an der Stelle auch einen kleinen Deckel auf das heutige Video, wo ich eigentlich am Anfang echt einen ganzen Haufen Fragen aufgeschrieben hatte. Aber das hat sich heute so schön aus dem Gespräch mit dir ergeben, dass du die meisten Fragen schon vorweggenommen hast. Deswegen, das war jetzt tatsächlich optimal. Und an der Stelle nochmal ein dickes, fettes Dankeschön raus an dich, dass du dir heute überhaupt die Zeit genommen hast. Und nichts zu danken. Gern geschehen und gerne immer wieder.
Sehr, 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 sehr gerne. Spätestens, wenn die nächste Serie am Start ist und im besten Fall vorher nochmal. Und ich finde es total cool, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Ich bin selber in erster Linie Heftchen-Fan. Zwischendurch Ja. habe ich eine Zeit lang über Trades gelesen, aber ich liebe Hefte. Alleine schon, weil man so komplett aufschlagen kann und dann sieht man die ganze Zeit, ne? Und jetzt sehe ich schon wieder das Poster, wo es das Problem gab bei diesem Druck. Aber man kann halt die Zeichnung schöner genießen. Und es hat mich so sehr gefreut, dass ein neuer Verlag mit einer Heftserie am Start geht und dann sogar noch mit einem Helden aus meiner Kindheit. Also da hast du mit mir in so viele Kerben reingeschlagen. Und dann hast du zwischenzeitlich noch bei Infinity gearbeitet. Besser geht's gar Ja, nicht. besser geht's ab. Ja, auf jeden Fall, ich möchte mich bei dir bedanken, weil du auch diesen ganzen Aufwand betreibst und das natürlich für alle Verlage eine schöne Werbung ist oder ein schöner Kontakt zu den Fans. Und an dieser Stelle auch an alle Fans bedanken, die uns unterstützen und das kaufen, denn ohne euch wäre das nicht möglich. Ja, also ein großes Dankeschön und eine Verneigung vor euch. Und an dich, lieber André, Danke, sehr, sehr immer vor. gerne. Und irgendwann mal wieder gerne, ja. Ich werde mal deine Hörspiele und deine Comics, ich werde alles hinten in der Beschreibung verlinken. Zauberstern Comics, Zauberstern Hörspiele dann tatsächlich, ne? Zauberstern Records. Ah, Records. Siehst du, gut, dass ich nochmal nachgefragt habe. Zauberstern Records und Zauberstern Comics. Ich werde euch beides so und so unten verlinken. Findet man eh auf einer Internetseite, aber ich werde es euch trotzdem zweimal verlinken mit den jeweiligen Feldern. Also dann könnt ihr direkt auf die Hörspiele oder auf die Comics draufklicken. Wir danken dir. Sehr, sehr gerne. Und Jungs, Mädels, wenn ihr noch nicht reingeguckt habt, sei an der Stelle auch nochmal gesagt, guckt rein, guckt auf der Internetseite vorbei, falls euch von Tom gar nichts sagen sollte. Und ich werde auch meine Review zum ersten Heft auch nochmal in der Beschreibung verlinken, dann seid ihr komplett vorbereitet. Aber ich gehe mal davon aus, ihr habt die Zeichnung im Hintergrund gesehen, habt das Interview im Hintergrund gehört und seid jetzt eh schon auf dem Weg zum Comic-Dealer. Jungs, Mädels, habt alle eine gute Zeit, checkt den guten Zauberstern ab. Guckt auf Instagram vorbei bei mir noch und checkt einfach die ganzen Links ab, was geht ab. Checkt die Links in der Beschreibung, ihr kennt das, bis zum nächsten Mal. Haut da rein! Bye bye.